Hey Leute, was geht? Tyson hier für Athletic Statics und herzlich willkommen zum ersten wichtigen, wirklich wichtigen Trainingsvideo in diesem Jahr. Wir gucken uns heute meine Bankdrücksession an und zwar vor dem Hintergrund, dass ich ja beim letzten oder im letzten Video gesagt habe, dass ich noch so ein bisschen unsicher bin, wie ich das Gewicht steigern möchte, weil ich ja die letzten 2 bis 3 Wochen nicht wirklich trainiert habe. Ich hatte Probleme mit dem Knie, gab viel zu tun und Oberkörper hat auch ein bisschen gelitten. Dementsprechend hat sich in der Vorbereitung jetzt auf diesen Cycle die OHP noch relativ schwer angefühlt, aber ich habe gesagt, ich springe einfach mal ins kalte Wasser. Ich habe regulär um 5 Kilo das Rechengewicht bei Schrägbank gesteigert und um 3 Kilo bei der OHP gesteigert. Dabei kam für heute raus ein Rechengewicht von oder ein Trainingsgewicht von 90 Kilo für 8 Wiederholungen à 5 Sätze und die OHP im Anschluss mit 60 Kilo 8 Wiederholungen für 3 Sätze. Ganz zu Beginn möchte ich euch gerade kurz mein aktuelles Warm-up zeigen. Also was ich ganz gerne mache derzeit, einfach um es simpel zu halten, zum Aufwärmen der Schulterpartie, einfach mit dem Terraband Facepulls. Dabei untergliedere ich diesen Facepull in 3 oder in 4 Aktionen sogar. Schulterblätter nach vorne führen, also komplette nach vorne Führung, wie man das so sagen kann. Dann komplett retracten, also die Schulterblätter komplett nach hinten unten ziehen. Dann die Arme ranziehen und dann in die externe Rotation gehen. Also so wie ihr es hier gerade auch sehen könnt. Für mich einfach perfekt, um vor dem Drücken die Schulter in eine vernünftige Position zu bringen, die Schulter gleichzeitig auch aufzuwärmen. Und das mache ich so im Wechsel mit folgender Übung. Einfach, also ich nehme mir eine Bank, nehme mir eine Langhantel, einen Besen oder was eben gerade da ist, um in die Extension zu kommen. Also quasi drücke ich meinen Oberkörper nach unten durch. Ihr seht das jetzt gerade hier. Um so ein bisschen den Lat zu dehnen, die Brust aufzudehnen, den Trizeps ein bisschen aufzudehnen, um einfach den Bewegungsfreiraum in meiner Schulter vor dem Training vernünftig herzustellen. Und davon habe ich 2 Sätze gemacht mit dem Facepull und einen Satz von der Öffnungsübung quasi, um mich vorzubereiten und habe dann ganz easy angefangen, mich aufzuwärmen. 20, 40, 60, 80 und dann die 90. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Die verliefen am Anfang, sage ich mal, ein bisschen schleppend. Ja, also sie gingen gut durch. Im zweiten Satz habe ich dann so ein bisschen gedacht, okay, gut, ist vielleicht doch was schwer. Aber ich habe alle 5 Sätze gut durchbekommen. Es hat sich auch super angefühlt. Ich hatte kein Zwicken in der Schulter. Viele haben mir auch gefragt, hey Tyson, hast du noch dein Impingement oder so? Das ist noch da, klar. Ich merke das auch manchmal, deswegen auch das Warm-up. Und zwischen den Sätzen jeweils habe ich immer noch mal einen Satz gemacht von diesem Terraband, oder es ist kein Terraband, es ist unser Fitnessband, oder wie auch immer man es nennen möchte, ich darf es nicht Terraband nennen, von diesem Facepulls, einfach um die externen Rotatoren schön in Bewegung zu halten, die Schulterposition für meine Bench wenigstens so zu halten, wie sie ist, weil bei mir ist es oft der Fall, wenn ich dann Bankdrücken mache über die Sätze, verschlechtert sich meine Schulterposition immer und ich merke dann eben mein Impingement, deswegen einfach zwischen den Sätzen, das ist kein Muss, das müsst ihr nicht machen, aber ich persönlich mache es ganz gerne so. Genau, Bankdrücken war dann durch, ja, also hat mich auch sehr gut angefühlt. Gegen Ende, sag ich mal, hatten wir aber schon dann so ein API von 9, ja, also war schon hart am Limit oder 9,5. Da hatten mir auch viele gefragt, wie schwer trainierst du eigentlich oder machst du das alles leicht? Das geht gegen Ende dann schon doch ziemlich, vor allem heute auf den Trizeps.
Und das war auch so ein Punkt, wo es dann zum Overhead Press ging, wo ich mir überlegt habe, okay, wie gestalte ich das jetzt am besten? Ich habe hier vor der Overhead Press auch nochmal zusätzlich was für meine Schultermobilität getan. Bei der Overhead Press ist es mir persönlich extrem wichtig, dass ich eine gute Schulterposition habe und vernünftig und sauber drücken kann. Einfach weil ich so extrem vorbelastet bin mit dem Impingement, ist mir das ein bisschen wichtiger als die Power, die ich habe. Deswegen habe ich auch den Trizeps nochmal ordentlich gedehnt in dieser Überkopfposition. Was ihr wissen müsst, ist, wenn ihr den Trizeps oder generell einen Muskel dehnt, der ist dann erstmal nicht ganz so stark, in Anführungszeichen, wie vorher, weil ihr Spannung aus dem System nimmt. Ihr signalisiert dem Körper ja, okay, du sollst Spannung rausgeben, entsprechend relaxt der Muskel sich oder der Körper die Partie dann und ist danach normalerweise nicht so leistungsfähig. Das habe ich im ersten Satz OAP auch gemerkt. Es sind statt 8 Wiederholungen nur 7 Wiederholungen gefallen. Aber auch hier muss ich sagen, es hat sich sehr angenehm und sehr gut angefühlt. Nur einfach, der Trizeps war mega hart überlastet. Ja? Also es ging nicht mehr. Die 8. Rep einfach war weg. Kraft war weg, Trizeps dicht. Hab danach einfach ein bisschen länger Pause gemacht, also jetzt auch nicht exzessiv lang, also ich war noch gut warm und habe die anderen beiden Sätze dann auch mit 8 Wiederholungen ja, durchziehen können. Also hat sich auch hier, war ich überrascht, dass das aufgrund der Pause und trotz der Steigerung sich so gut angefühlt hat. Wir sind auf einem guten Weg, 60 Kilo OAP nach dem Schrägbankdrücken ist für mich schon eine gute Leistung. Wir sind auf einem sehr, sehr nice Weg, was das Push-Training angeht. Und nach dem Push-Training gab es dann auch noch das kleine Rückentraining, das will ich heute nicht so wirklich thematisieren. Ich will die Trainingsserie wirklich mehr auf den Hauptübungen lassen. Rückentraining, hier muss ich mir so ein bisschen was überlegen, was ich mache. Ich habe jetzt hier Zeros gemacht mit Kurzhanteln, 5 Sätze easy mal durchgeballert und kurz einarmiges Rudern noch 4 Sätze. Nicht wirklich auf Reps geguckt, immer so gegen API 8, 9 und gegen Ende auch API 10 gerudert. Und da muss ich mir nochmal ein neues System überlegen, weil ich die Maschinen hier nicht habe. Allgemeintraining heute war nice, im Anschluss daran noch normale Facepulls gemacht, also quasi ich habe ja die ganze Zeit schon die externe Rotation drin gehabt und die Schulterretraction, deswegen mache ich am Ende einfach nur noch 3 Sätze Facepulls und weil der Trizeps so hart überlastet war, ist Trizeps heute auch flach gefallen. Und das war mein Training, meine Freunde, erstes Training ist sehr, sehr, sehr gut verlaufen. Und kleines Announcement noch, die neuen Sachen müssten jetzt im Shop sein, also wer sich so ein Safe and Zipper Hoodie wie in dem Video hier safen möchte oder das neue Stealth Shirt hier, ich zeige es euch nochmal kurz hier, ja. Über den Link in der Beschreibung, Code müsste auch da sein, wenn die Aktion noch gültig ist. Launch ist am Start, beziehungsweise ich glaube für den Launch, Daniel, Launch machen wir keinen Rabatt, ne? Nee, machen wir nicht, sondern auf die alten Sachen machen wir einen Rabatt. Also wer sich noch die alten Sachen zusätzlich safen möchte, Wir rippen euch den vollen Preis. Wir rippen euch den vollen Preis. Also wer sich noch von den alten Sachen oder den älteren Sachen was safen möchte, kann den Code natürlich auch gerne benutzen, beziehungsweise regulär gilt natürlich der Tyson 10 10% Code auf alles, meine Freunde. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das kleine Trainingsupdate mit den Einblicken gefallen. Bis dahin, macht's gut. Peace.